Einen wunderschönen sonnigen Dienstagnachmittag wünsche ich. Also nachträglich natürlich. Ich weiß ja nicht, wann Sie sich das alles anschauen. Vielleicht ist ja auch drüber Sonntagnachmittag. Jetzt scheint jedenfalls die Sonne und ich muss heute allein nachprobieren, weil von meinen zwei Verkostungsgrazien die eine krank ist und die andere heute Urlaub hat. Hilft aber nichts, muss gemacht werden. Es wird ein bisschen langweiliger wie sonst, aber dafür sind es nicht allzu viele. Es gibt Chardonnay aus Baden. Es ist nicht alles großes Gewächs, was wir probieren, aber es sind trotzdem bloß 9 Weine. Wir fangen ja auch gleich an. So. Das hat so sehr helle, nussige Holzaromen in der Nase. Was Pflanzliches, so Zitrus- und Kernobstaromen. Es wirkt recht reif. So ein bisschen was Pilziges ist dabei. Ja, da drin steht von gestern, dass das alles ein bisschen grün wirkt. Das hat er einigermaßen abgelegt. Ja, so ein bisschen was, das was grün, gemüsiges, an Hülsenfrüchte erinnert, ist er da dabei. Das Holz ist auch leicht rauchig. So ein bisschen süßlich-saftige Frucht. Teils eingemacht wirkend, dann wieder ein bisschen helles Holz dabei. Das deckt alles noch leicht, so dieses Holztannin. Ja, Pilze stehen schon drin, stehen sogar doppelt drin. Was ganz leicht Buttriges, recht lebendige Säure. Was weiter irritiert, ist dieses etwas süßliche Darmgaumen. Das lässt auch so die Konturen leicht verschwimmen, diese Süße. Nichtsdestotrotz hat das Kraft und Substanz und natürlich viel Saft. Ein bisschen was Kräuteriges kommt dann. Kandistöne bringt auch so die Süße offenbar mit. So. Auch eine gewisse Länge dabei. Aber es ist nicht so ganz zusammengesetzt. Es ist so ein bisschen süß-sauer. Könnte für höhere Wein auch ein bisschen feiner sein. Das ist auf keinen Fall schlechter Wein, aber für ein großes Gewächs ist es ein bisschen knapp. Okay, es ist auch nicht teuer für ein großes Gewächs, ist aber ein großes Gewächs, und zwar ist das Lemlin Schindler. Das ist Chardonnay 2016. Mauchener Frauenberg ist das. Gut, wie gesagt, kostet 18,50, ist für ein großes Gewächs also echt bezahlbar. Und das Geld ist ja schon auch wert. Das muss man sagen. Wo bin ich jetzt meinen Ausgießer hin? Kaum bin ich allein, stell mich blöd. Riecht fast brotig. Recht vegetabil, ganz verhalten die Frucht. Dafür kommt der Alkohol umso deutlicher. Das Brotige muss ich ihm noch reinschauen. Das wird gleich gedeckt. Ordentlich alkoholisch. Hat er geradlinige, doch recht klare Frucht. Dann deutlich grün-gemüsige Noten dabei. Durchaus recht präsente Säure, die Rückgrat gibt. Aber dann kommt halt ein Mordsalkohol.
so süßlicher Schmelz dazu, so was ganz leicht Exotisches dabei. Noch eine winzige Spur Kohlensäure. Und hinten raus Alkohol, süßliche Frucht, Candies-Noten, auch was leicht Säuerliches dabei. Wirkt auch nicht so ganz perfekt zusammengesetzt. Auch eigentlich kein schlechter Wein, aber ein bisschen überzogen wirkend. Das müssen wir da umschreiben. Vorsichtshalber noch ein paar Schreibfehler drin. Ja, ein bisschen Tabak ist dabei, sogar ein bisschen salzige Mineralik mit drin. Auch die Aromatik ist relativ laut für Chardonnay. Das ist so süßlich fruchtig oder süß-sauer fruchtig. Eigenwillig. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das gefällt. Aber für höhere Wein ist mir das nicht fein und nicht ausgeglichen genug. Und der Alkohol, das ist schon eine echte Hausnummer. Ist aber auch kein großes Gewächs. Das ist Iringen, Winklerberg 2016. Na, von Stiegler. Aber in diesem Fall erste Lage. Brennt auch hübsch nach. So wie es das braucht hat. Locker ein Grad mehr Alkohol als alle anderen. Ist deutlich kühler. Hat auch helles Holz. Pflanzliche Noten. So ins Kräuterige gehend. Dann Zitrusaromen, die sehr typisch sind für Chardonnay. Auch so noch so einen ganz zart brotig-hefigen Ton dabei. Und dahinter kommt eher helle Mineralik. Die reife Frucht hat schon auch Wärme. So einen recht schmelzigen Saft. Helle, nussige Holzaromen, bisschen Vanille, ein Hauch Kokos dabei, was ganz leicht rauchiges auch. Dann eine sehr feine Säure, also die ist lebendig, aber nicht so neben dem Wein stehend, wie wir das vorher auch schon hatten. Auch da ist der Schmelz ganz zart süßlich, muss nichts mit Restzucker zu tun haben. Das ist wirklich hauptsächlich der Schmelz. Etwas leicht Butteriges, Karamelliges dabei. So ein mürben Gerbstoff, der durchaus für einen gewissen Griff sorgt. Und hinten raus spürt man schon auch ein bisschen den Alkohol. Es ist der beste bisher, gar keine Frage. Er hat am meisten Finessen, er hat am meisten Tiefe. Aber für höchste Wein reicht es auch nicht. Liegt bei 87, da steht er gut. Und schmeckt auch. Also es macht schon durchaus Spaß. Das ist das Weingut Jägle. Auch kein großes Gewächs. Das ist Chardonnay MJ. MJ steht für Methode Jägle. Auch 2016 ist das. Auch das bleibt hinten ein kleines bisschen alkoholisch stehen. Wenn er das nicht hätte, schmeiße ich gleich so, hätte er einen Punkt mehr. Das ist jetzt noch heller und kühler im Ton, sehr geschliffen schon in der Nase.
das Geschliffene sollte man vielleicht reinschreiben. Also das ist ganz deutlich der Feinste bis jetzt. Also helle Mineralik in der Nase, feine Nusstöne, so ein Hauch Speck. Und so geht es am Gaumen weiter. Das ist hell, das ist geschliffen, das hat Finessen. Das hat eine ganz feine, lebendige, aber bestens integrierte Säure. Das Holz ist ganz, ganz moderat, ganz zart rauchig, so helle Nusstöne dabei. Dann auch die Mineralik, wie ich schon, habe ich vielleicht schon gesagt, ist auch eher hell. Salzige Noten. So ein ganz mürber, feiner Gerbstoff, der für Rückgrat sorgt. Doch gewisse Tiefe. Straff, ausgewogen, so gefällt einem das. Sehr schön. Das ist das Weingut Schlumberger. Schauen wir, dass ich das irgendwie so hinkriege, dass man es lesen kann. Sie können es lesen, ich nicht. Es ist Pritzinger Muggarter Berg 2017 Kalkgestein. Uiuiui, das ist ein langer Name. Kein großes Gewächs, sondern erste Lage. Aber da hat man schon schlechtere große Gewächse, wenn wir ehrlich sind. Das ist auch im Gegensatz zu dem, was wir vorhin so hatten, was hinten raus ein bisschen alkoholisch wird, das bleibt hinten zur kühlen, feinen Saft und wieder diese helle Mineralik. Ist merklich tiefer und konzentrierter noch. Sehr noble. Sehr noble Aromatik. Dichte, Tiefe schon in der Nase. Kleines bisschen Rauch. Mineralische Töne, Kräuter. Sehr, sehr feine Frucht. Alles kühl und straff. Das macht Spaß. Genauso geht es weiter. Ganz kühl, ganz trocken, feinsaftig, alles hell in der Aromatik. So ganz frisch pflanzliche Aromen. Dahinter kommt viel Salz. Ziemlich lebendige Säure. Eher lebendiger als bei den anderen. Nur halt überhaupt nicht aufdringlich, sondern auch da bestens integriert. Macht den Wein vielleicht im Moment noch ein bisschen schlanker, als er eigentlich ist, denn es ist, das hat schon Konzentration und Tiefe, aber eben auch Matzzug. Und dann kommt wiederum so echt helle, salzige Mineralik. Ein schöner Griff mit der reifer Gerbstoff. Auch Pflanzenöl dabei, das merkt man, da merkt man diese, den festen Kern und die Konzentration. Noch nicht zum jetzt anfassen, dazu ist es noch zu verschlossen, zu eingeschnürt. Aber das wird richtig gut. Ja, das dürfte auch blind ganz einfach zu erraten sein, was das ist. Ja, ja. Das ist das Weingut Huber. Das sind seine alten Reben. Also auch kein großes Gewächs, wenn auch besser als viele andere große Gewächse. So, jetzt habe ich natürlich niemand, der meine Pausen überbrückt. Was willst du damit leben? Bis ich wieder alles daher getippt habe. So. Das wirkt auch noch relativ verschlossen, das ist hefig. Helle Nusstöne, auch rauchige, helle, holzige.
Anklänge, gar nicht aufdringlich, es ist aber dabei. Dann kommt viel so frisch Gemüsiges, was ja eigentlich auch sehr typisch ist für Chardonnay. Die Frucht ist dahinter ein bisschen versteckt. Es hat schon in der Nase Druck, Tiefe und Mineralik. Und die Konzentration, die Festigkeit und den Druck hat auch sofort am Gaumen. Dann kommt auch wieder dieses hell nussige und leicht rauchige Holz. Wie auch schon in der Nase, gar nicht aufdringlich, es ist da. Aber es hält den Wein auch zusätzlich zusammen, sorgt für Rückgrat. Es hat überhaupt nichts Aufdringliches. Wird auch mit etwas Reife wahrscheinlich kaum mehr feststellbar sein. Denn dann kommt eine sehr, sehr feste, konzentrierte und geschliffene Frucht. Knochentrocken, wie sich das für einen guten Chardonnay gehört. Dann so eine helle, erdige Mineralik. Das hat schon fast ein mineralisches Fundament, kann man das schon fast nennen. Das ist so fest. Es hat Dichte, Tiefe. Und hinten raus dann wiederum sehr, sehr fest, sehr trocken, kompakt und ziemlich lang. Ja, das war gestern noch nicht so gut. Das hat mit Luft eindeutig zugelegt. Sehr gekonnt. Das Schöne ist, dass er hinten raus im Abgang, da wird nichts weich und schmeichelnd, das bleibt fest, das hat Zug, das hat Druck. Sehr, sehr gut. Braucht Zeit, aber wird exzellent reifen. Garantie. Das ist der Oberrottweiler Kirchberg, großes Gewächs 16 vom Schwarzen Adler von Franz oder inzwischen Fritz und Florian Keller. Florian Keller? Friedrich Keller. Ich erzähle einen Mist. Friedrich heißt er. Das ist jetzt wieder Nummer kühler. Ganz noble grün, vegetabile und gelbfruchtige Aromen, zart Speck und Rauch, ganz, ganz tolles Holz, also minimal, aber spürbar nobel. Ich habe ein bisschen Reduktion. Es ist tief und komplex. Sehr fest und sehr herb im Mund. Ganz, ganz straffe Frucht mit knackiger Säure. Bei Frucht kann man fast noch nicht sagen, das versteckt sich total. Dann kommt irrsinnig viel salzige Mineralik. Wieder diese frischen, grünen, pflanzlichen bis kräuterigen Aromen. Es hat einen Mordszug, aber es gibt noch wenig her. Das ist noch richtig verschlossen, das Ding. Das war gestern auch noch nicht so, es hat noch nicht so viel hergegeben. Also es ist heute noch verschlossen, aber gestern war es eigentlich sowas von Bumm zu.
Und jetzt so langsam, langsam zeigt er so langsam, was er kann. Langsam zeigt er so langsam, was er kann. Was für ein tolles Deutsch. Hat Tiefe, Spannung, Komplexität. Bleibt auch am Gaumen kühl und extrem nobel in seinem ganzen Ausdruck und in seiner ganzen Aromatik. Das werden wir uns wohl auch noch einen Tag länger anschauen müssen. Gibt es also morgen nochmal. Aber stark ist es schon jetzt. Ja, kein Wunder. Das ist wieder Bernhard Huber. Diesmal großes Gewächs. Und zwar sein Bienenberg 2016. Das ist eine recht feine Nase mit eher nobler Frucht. So deutlich hell nussige Aromen von Hefe und ein bisschen wahrscheinlich auch von Holz. So ganz feine Zitrustöne, Pilze, was Burgundersorten ohnehin auch gern haben. Bisschen Speck. Und dann recht deutlich mineralig hinten. Die Frucht wirkt jetzt wieder etwas wärmer und reifer, gelber in seiner ganzen Art. Hat wieder so helle, hefige, nussige, fast ein bisschen erdnussige Töne dabei. Ganz feine Säure. Und so ein bisschen Griff von reifen Mürben Gerbstoff. Dann Schmelz. Also, das ist kräftiger, hat wohl auch ein bisschen mehr Alkohol als sein Vorgänger, so wirkt es zumindest. Hast ein bisschen so. Heller Tabak dabei, hat Salz, Griff, Kraft, Länge, sehr gut. Ziemlich kompakt noch, braucht ein bisschen Zeit, aber das hat durchaus Klasse. Ja, auch kein großes Gewächs, diesmal sind wir beim Jahrgang 2015. Das erklärt auch ein bisschen die höhere Wärme. Weiler Schlipf Chardonnay CS von Schneider, das ist aus dem Markgräflerland. Sehr, sehr gut. Das macht Spaß. Kriegt man Hunger? Das hat ein bisschen mehr Holz, auch wieder helles Holz, ganz leicht rauchig. Nussig, ganz zart röstig. Dann feine vegetabile Aromen zuerst und dann kommt erst so diese verhaltene, aber auch wieder recht noble, zurückhaltende gelbe Frucht. Und Pilze wieder. Petersilie. Ist auch im Gaumen kräftiger, holziger, schmelzig. Also fast karamellige Töne dabei, gar nicht aufdringlich, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Feine Säure, schönen reifen, mürben Gerbstoff, der wiederum für Rückgrat sorgt. Gute Substanz, reichlich Salz. Mehr noch als gestern, weil das steht da nur verhalten drin.
Aber es ist ein deutlich wärmerer, reiferer Typ. Dann hat er Griff. Gewisse Tiefe. Wieder dieses, zum Ende diese Petersiliennoten drin. Und dann drückt er ganz schön nach. Bisschen der breitschultrigere Typ, aber nichtsdestotrotz saugut, erinnert ein bisschen an Chassagne Moraché. Tatsächlich. Sehr fest, sehr eindeutig Chardonnay, sehr mineralisch, dicht und lang. Das macht schon richtig Spaß. Okay, was haben wir? Das ist Dr. Heger. Das ist jetzt wieder ein großes Gewächs. Gras im Ofen, Jahrgang auch wieder 2016. Ja, das sind die burgundischen Vorbilder schon ziemlich eindeutig. Okay, das war's schon für dieses Mal. Das nächste Mal hoffe ich wieder in Begleitung. Dann wird es nicht ganz so einseitig und langweilig wie jetzt gerade. Trotzdem hoffe ich, es waren ein paar Anregungen dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.